der bekannteste Felsen der Welt. Bond, James Bond. Roger Moore kämpfte hier 1974 gegen den Mann mit dem goldenen Colt. Heute sind es die Touristen, die in dieser Traumlandschaft Entspannung und das Abenteuer suchen. Thailand. Tatsächlich ein Paradies. Der majestätische Walhai lebt hier, der größte Fisch der Welt. Die Korallenriffe Thailands zählen zu den schönsten Unterwasserlandschaften der Erde. Noch. Denn nur wenige Kilometer weiter, in der Phang Nga Bay, sieht es so aus. Abgebrochene Korallen, zerstört durch Taucher- und Fischernetze. Kahlschlag auf dem Meeresgrund. Nur eine der Folgen des ungezügelten Tourismus in Thailand. Inseln unter Palmen. Viele Millionen Menschen kommen Jahr für Jahr nach Thailand, gerade auch aus Deutschland. Krisen und soziale Unruhen im fernen Bangkok stören nicht in den abgezäunten Ferienparadiesen, wie hier auf Koh Samui. Netter Service, Sonne und Strand. Perfekter Urlaub scheint garantiert. Der lange Flur, wo man dann hier ist, das wiegt alles auf. Ist einfach traumhaft. Schönes Wetter, nette Leute. Mehr braucht man eigentlich nicht. Was machen Sie den ganzen Tag? Ja, faulenzen, genießen, die Ruhe genießen. Das Hotel ist in Ordnung, kann man nicht sagen. Die Menschen sind sowieso ganz freundlich und lieb, also wunderschön. Thailand, am anderen Ende der Welt. 9000 Kilometer von Deutschland entfernt, etwa 10 Flugstunden. Am 26. Dezember 2004 gegen 10 Uhr morgens war es jäh zu Ende mit den Urlaubsträumen. Nach einem Seebeben rasen mehrere gigantische Tsunamiwellen über die Küsten der Insel Phuket. 8000 Menschen sterben in den Fluten. Einheimische wie Touristen. Urlauber filmten das Chaos mit ihren Videokameras. Sechs Jahre später fahren wir dorthin, in den Südwesten Thailands, nach Phuket. Uns interessiert, hat man in Thailand gelernt aus der Katastrophe? Die erste Station unserer Reise ist der weltbekannte Patong-Strand. Hier hat sich scheinbar nichts verändert. Jederzeit könnte der nächste Tsunami den Traumstrand überrollen. Davon ahnen die vielen Touristen nichts. Gemeinsam mit dem Meeresbiologen Robert Hofrichter wollen wir herausfinden, was die thailändischen Behörden gegen die Tsunami-Gefahr unternommen haben. Wir sehen Schilder und Lautsprechertürme, mit denen die Touristen vor herankommenden Tsunamiwellen gewarnt werden sollen. Doch was ist mit den Hotelanlagen? Nach der Katastrophe hatte die thailändische Regierung einen maßvollen Wiederaufbau versprochen. Weniger Hotels sollte es geben in den vom Tsunami bedrohten Gebieten wie dem Patong-Strand. Doch heute, nur wenige Jahre später, scheint dieses Versprechen vergessen. Hochbetrieb in den Bars und Kneipen hinter der Strandpromenade. Und überall auf Phuket werden neue Hotels gebaut. Noch mehr Touristen sollen kommen. Die meisten der neuen oder der wieder aufgebauten Hotelanlagen liegen in unmittelbarer Strandnähe und sind damit in der Gefahrenzone. Doch die Tsunami-Gefahr scheint den Touristen am Pool dieses Hotels 3 Kilometer weiter egal zu sein. Genauso wie der Müll, der sich hinter der Ferienanlage auftürmt.
Auf Phuket untersucht der Meeresbiologe Robert Hofrichter solche Folgen des Massentourismus. Mhm. 2005, gerade mal ein Jahr nach dem Tsunami, forderte sogar die offizielle Handelskammer der Insel eine langfristige, nachhaltige Entwicklungsstrategie für den Tourismus. Davon geblieben ist nichts. Phuket wurde vollständig vom Tourismus verschluckt, wurde touristisch erschlossen und erinnert also nicht mehr an dieses ursprüngliche schöne Land des Lächelns, wie man sich das so vorstellt. Es wurden Küsten, aber auch das Landesinnere vollständig verbaut. Man findet kaum noch natürliche Lebensräume, es ist die Artenvielfalt zurückgegangen. Aber es gibt auch Probleme mit dem Müll, mit dem Abwasser. Die Abwässer gelangen ungeklärt im Meer größtenteils. Und das macht sich bemerkbar an der Unterwasserwelt. Die Korallenriffe gehen zugrunde. Stimmt das? In welchem Zustand sind die Korallenriffe vor der Insel Phuket? Wir fahren nach Koh Raja, einer Inselgruppe 2 Bootsstunden südlich von Phuket. Mit uns sind ein Dutzend weiterer Taucher an Bord. Die Riffe vor Koh Raja sind weltberühmt. Entsprechend überlaufen sind die Tauchplätze dort. Wir sind nicht die Einzigen, die heute hier tauchen wollen. Korallenriffe mit ihren Bewohnern sind nicht nur beliebte Ziele für Tauchtouristen. Die Riffe sind auch natürliche Wellenbrecher vor den Küsten und spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Inseln vor der Gewalt der Tsunami-Wellen. Auf den ersten Blick erscheinen uns die Riffe bei Koh Raja halbwegs intakt. Ein Leopardenhai, bis zu 3 Meter lang, auf der Jagd nach Beute, die das Korallenriff bietet. Für den Menschen ist der Hai ungefährlich. Genau wie die riesigen Manta-Rochen. Sie ernähren sich von Plankton, winzigen Organismen, die es hier in großen Mengen gibt. Wir tauchen weiter am Riff entlang. Die intakte Unterwasserwelt endet schnell. Wir finden Bauschutt und Müll. Vom ursprünglichen Korallenriff ist nicht mehr viel übrig. Überall entdecken wir zerstörte Korallen. Abgebrochen durch Taucher oder durch Fischernetze. Wie hat sich das Korallenriff im Lauf der Jahre verändert? Fragen wir unsere Tauchbegleiterin. Ich denke, dass der Fischbestand massiv abgenommen hat, vor allem hier auf Raja. Ich denke auch, dass das Meer hier systematisch leer gefischt wird. Man sieht ab und zu Tage, es sind wirklich extrem viele Boote draußen mit Schleppnetzen. Und ja, ist wirklich wenig mehr da. Auf der Rückfahrt nach Phuket sehen wir sie, die Fischtrawler. Manche kommen von weit her, wie dieser aus Birma. Die Fischer zerstören mit ihren engmaschigen Schleppnetzen großflächig die Korallenriffe. Wenn der
Sie spannen das Netz zwischen zwei Schiffe, erklärt uns unser Bootskapitän, ziehen es über den Grund und holen es dann heraus, voll mit zerbrochenen Korallen und all dem, was sie gefangen haben. Die Nachfrage nach frischem Fisch, der im Hafen von Cha Long ankommt, ist riesig auf Phuket. Der Fang landet in den zahllosen Restaurants der Insel. Was sich nicht verkaufen lässt, der sogenannte Beifang, wird aussortiert und weggeworfen. Man sieht, dass sich im Beifang sehr viele kleine Fische befinden, noch nicht ausgewachsene Fische. Und das sind zugleich Fische, die sich noch nicht vermehren konnten. Die entnimmt man aus dem Ökosystem als Beifang. Und natürlich geht das auch dem Ökosystem ab. Das heißt, die größeren, wirtschaftlich wichtigen Fische haben weniger Nahrung. Und das hat durchaus eine ökologische Bedeutung. Neben der Belastung durch die Abwässer schädigt gerade der intensive Fischfang nicht nur auf Phuket die lebensnotwendigen Korallenriffe. Sogar frisch gefangene Haie finden wir auf dem Fischmarkt. Sie sind vom Aussterben bedroht. Nur noch wenige Exemplare gibt es in den Korallenriffen vor Phuket. Auch hier, in den Auslagen der Fischrestaurants am Caron-Strand, landet der Fang aus dem Hafen von Cha Long. Im großen Stil wird das Meer geplündert. Darüber denken die Touristen, die sich den Fisch schmecken lassen, nicht nach. Doch der Fischfang mit den Schleppnetzen ist nicht das einzige Problem. Bilder von einer Polizeirazzia, die ein örtliches Fernsehteam gedreht hat. Die Beamten haben ein Fischerboot gestoppt und zum Hafen eskortiert. An Bord jede Menge abgeschnittener Korallenstöcke. Und Plastiktüten mit tropischen Fischen, illegal gefangen im Korallenriff. Mit giftigem Cyankali haben die Fischer die Tiere betäubt und dann eingesammelt. Die meisten der farbenprächtigen Fische überleben dies nicht. Den Rest verkaufen die Hintermänner an Zoohandlungen in Europa und Übersee. Detaillierte Bestelllisten beschlagnahmen die Beamten noch an Bord des Fischerbootes. Zigtausende tropischer Fische aus Thailand landen auf diese Weise in den Aquarien von Fischliebhabern. Auch in Deutschland. Wir sind zum staatlichen Marineforschungsinstitut auf Phuket gefahren. Wissenschaftler erforschen hier die Auswirkungen der Überfischung auf die Korallenriffe. Hier weiß man, wie wichtig die Korallen für den Küstenschutz sind. In diesem Institut werden aber auch die Regeln für die Fischindustrie festgelegt. Etwa wo Schutzzonen eingerichtet werden, in denen ein absolutes Fangverbot gilt. Verabredet sind wir mit Nippon Phong Suwan, dem Leiter des Forschungsinstituts. Er ist Offizier der thailändischen Marine, die das Fangverbot zu überwachen hat. Ich weiß, dass die Fischerei in Thailand in einigen Gebieten ein großes Problem ist, sagt er. Überfischung gibt es. Wir haben natürlich Gesetze. Trawler dürfen nicht näher als 3 Kilometer an der Küste fischen. Manche tun es dann illegal, zu nahe am Ufer. Sind strengere Gesetze notwendig? Fragen wir. Oft rede ich mit Fischern darüber, dass wir irgendein Gebiet zu einer neuen Schutzzone machen wollen. Stimmt ihr zu? Frage ich. Und die Fischer sagen, warum noch eine Schutzzone? Wo kann ich Geld verdienen? Wo kann ich fischen? Where can I work? Where can I earn? Where can I fish?
Wirksamer Schutz der Korallenriffe gegen die Zerstörung? Fehlanzeige. Denn die Interessen der Fischindustrie gehen vor. Wir sind weitergefahren, quer über die Fanga Bay. In Krabi besuchen wir das Fisheries Research Center. Hier will man aufklären. In Becken können die Schulkinder die Schönheit der tropischen Fische bewundern. Die Thailänder selbst wissen viel zu wenig über die Bedeutung der Korallenriffe. Khon Pai Boon leitet das Zentrum, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert. Für ihn ist wichtig, dass die Besucher den Zusammenhang zwischen gesunden Korallenriffen und dem Schutz der Küste begreifen. Hierher kommen viele Schulkinder, sagt er. Wir können ihnen zeigen, wie das Leben in den Riffen funktioniert, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, was die Umwelteinflüsse betrifft, die Hauptgefahr für die Korallenriffe geht von den Eingriffen durch den Menschen aus. Das sehen wir eindrucksvoll in der Fanga Bay. Eigentlich darf hier in der Nähe der Küste nicht gefischt werden, so will es das Gesetz. Trotzdem finden wir überall auf dem Meeresgrund zerrissene Fischernetze und verwüstete Korallenstöcke. Stück für Stück stirbt das Riff und damit der wichtigste Schutzwall. Dem nächsten Tsunami ist das Land dann wieder schutzlos ausgesetzt. Viele verschiedene Fische finden wir nur noch in der Nähe von Schiffswracks. Hier können die Trawler ihre Schleppnetze nicht über den Meeresgrund ziehen. So wird dieses versunkene Fährschiff zum letzten Refugium für die Bewohner des Korallenriffs. Bilder, die wir nur noch in der Nähe von Wracks auf dem Meeresgrund zu sehen bekommen. Unsere Fahrt geht weiter zu den Phi-Phi-Inseln. 2 Bootsstunden von Phuket entfernt. 2004 zerstörte der Tsunami die kleinen Inseln fast völlig. Der Ausflug zu den Phi-Phi-Inseln gehört heute wieder zum Programm aller großen Reiseveranstalter. Kommen Sie mit mir mit, wirbt der Animateur im Hafen von Chalong. Täglich bringen Dutzende Speedboote die Touristen zu den Phi-Phi-Inseln. Wir haben uns einer der Ausflugstouren angeschlossen und fahren durch die malerische Inselwelt. Die zerklüftete Küste, die bizarren Felsnadeln im Meer. Ein einmaliges Naturerlebnis für die Besucher. Und die kommen Jahr für Jahr zu Hunderttausenden nach Phi Phi Don, der Hauptinsel. An den verheerenden Tsunami erinnern nur noch Warnschilder. Eine Evacuation Route ist ausgeschildert. Beim nächsten Tsunami sollen sich die Menschen über diese Fluchtroute in Sicherheit bringen. Fragt sich nur, wohin sollen die vielen Touristen? Die ganze Insel, 2 Kilometer lang und nur 1,5 Kilometer breit, ist zugebaut mit Souvenirshops, Restaurants und Hotels. Genau dies hätte nie geschehen dürfen,
räumt sogar der Leiter des staatlichen Marineforschungsinstituts ein. After tsunami, the government planned that. Nach dem Tsunami plante die Regierung für Gebiete, die besonders betroffen waren, wie den Patong-Strand oder die Phi-Phi-Inseln, einen maßvollen Wiederaufbau, sagt Nippon Fong Suwan. In a right way, according to the plan. But so war der Plan, aber das ist nicht gut gemacht worden. Die Leute in der Regierung, die für die Durchsetzung der Pläne verantwortlich waren, hätten besser arbeiten müssen, um diese Gebiete zu schützen. Harte Kritik. Umso erstaunlicher, dass sie aus dem Mund eines Regierungsvertreters in Uniform kommt. Den vielen Menschen auf den Phi-Phi-Inseln hilft das Eingeständnis allerdings wenig. Dem nächsten Tsunami sind sie wieder schutzlos ausgesetzt. Wir fahren weiter zur nächsten Touristenattraktion. Wild lebende Affen in dieser kleinen Bucht. Täglich besucht von tausenden Touristen, die ihren Müll einfach über Bord werfen. Gefundenes Fressen für die Tiere. Mit dem für Thailand typischen Longtail-Boot geht es zu einer Insel, auf der die Einheimischen wohnen. Das ursprüngliche Leben in Thailand sollen die Besucher hier kennenlernen. So zumindest steht es im Reiseprospekt. Doch die Insel mit den kleinen Holzhütten in der malerischen Felskulisse erweist sich als riesiger Souvenirshop. Hier gibt es alles, was es anderswo auch gibt. Für die Andenken aus dem Meer, wie diese ausgestopften Fische, werden die Korallenriffe regelrecht geplündert, weiß der Meeresbiologe Robert Hofrichter. Ein Igelfisch, die blasen sich auf, so wie die Kugelfische auch, wenn sie in Todesangst bzw. Not sind. Und man kann sie dann so austrocknen auf diese Art. Das Souvenir für Touristen ist natürlich keine feine Sache. Und sowas sollte man auch nicht kaufen. Hier haben wir die bekannte Kauri-Schnecke, die man auch als Währung verwendet hat, so kleinere Schnecken. Also leider Gottes ist es so, dass die Leute das hier aus dem Meer holen, weil sie nicht so viele andere Möglichkeiten haben, um Geld zu verdienen. Und eigentlich liegt es an uns Touristen, dass wir das nicht kaufen. Massentourismus in Thailand. Vor allem im Winter zählt das Land zu den Lieblingszielen der Deutschen. Thailand ist günstig. Für wenig Geld gibt es Sonne und ein künstliches Ferienparadies. Quadfahren durch den Dschungel inklusive. Und eine Elefantenshow. Früher wurden diese Tiere als Arbeitselefanten etwa zum Holztransport eingesetzt. Heute machen sie Kunststücke für die Touristen. Verkauft wird die Show als Einblick in den Alltag der Bevölkerung auf den Inseln Thailands. In Wirklichkeit ist das, was hier geboten wird, schlicht Tierquälerei. Von der sogenannten einheimischen Insel fahren wir weiter zum letzten Ziel, dem Höhepunkt unseres Ausfluges. Felsen kennen fast alle Touristen. Und obwohl nur eine Einstellung aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt hier gedreht wurde und der Rest anderswo, heißt die Insel heute James Bond Island.
sich einmal wie Roger Moore zu fühlen oder sich zumindest in der Filmkulisse fotografieren zu lassen, bevor es dann weiter zum Souvenirstand geht. Nächstes Ziel unserer Reise ist Khao Lak, etwa 60 Kilometer nördlich von Phuket. Der zweite Weihnachtstag 2004. Wie andere Strände auch, wird der Biang Niang Beach von den Tsunamiwellen verwüstet. 4.500 Menschen sterben bei Khao Lak. Der Strand heute. An den Tsunami erinnert fast nichts mehr. Mit internationalen Spendengeldern wurden die Hotels wieder aufgebaut. Direkt am Strand. Gegen den Rat von Experten. Wie vor 2004 ist Khao Lak heute wieder Ferienidylle pur. Es sind vor allem Deutsche, die kommen. Zwei Kilometer landeinwärts finden wir dieses Schiff. Das Polizeiboot 813. Der Tsunami hatte das tonnenschwere Boot ins Hinterland getrieben. Auf dieser Tafel ist seine Geschichte beschrieben. Ich glaube, dass sich das keiner vorstellen kann, was für eine Kraft und was für eine Gewalt so eine Welle hat. Aber wenn man dann so ein Boot sieht, weit vom Ufer weg, dann bekommt man ein bisschen einen Eindruck. Bei den Aufräumarbeiten hat man das Boot an Ort und Stelle gelassen, als Mahnmal. Gemeinsam mit dem Meeresbiologen Robert Hofrichter fahren wir weiter in Richtung Norden, zur Insel Koh Ra. Die Eco Lodge, die wir dort besuchen, ist Forschungszentrum und Hotel zugleich. Auf Luxus muss man hier allerdings verzichten. Der Biologe Kim Obermeier hat hier ein Tourismuskonzept verwirklicht, das Vorbild sein könnte für viele Orte in Thailand. Die Eindrücke vom Alltag im nahegelegenen Dorf, die der Besucher hier bekommt, sind echt. Im Gegenzug profitieren die Dorfbewohner unmittelbar von den Touristen. Als wir hier mit der Koh Ra Eco Lodge anfingen, sagt Kim Obermeier, fragten wir die Leute, ob sie überhaupt etwas mit Touristen zu tun haben wollen. Sie sagten ja. Dann fragten wir sie, was sie für ihr Dorf brauchen. Sie hatten Probleme mit dem Trinkwasser in der Trockenzeit. Jetzt bringen wir Touristen hierher, die für den Besuch bezahlen. Das Geld fließt in einen Fonds. Und im letzten Jahr haben wir mit dem Geld Baumaterial gekauft und zusammen mit den Einheimischen einen neuen Brunnen gebohrt. Den haben sie jetzt. Und das ist gut für das Dorf. Ist die Insel Koh Ra wirklich ein Paradies? Mit Fischern wie früher und einem intakten Korallenriff? Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern untersucht der Biologe Kim Obermeier die Unterwasserwelt vor Koh Ra. Reef Check heißt die Methode. Auf einer genau ausgemessenen Strecke werden Korallen und andere Lebewesen auf dem Meeresgrund gezählt. Die Wissenschaftler wiederholen diese Zählung regelmäßig und erhalten so wertvolle Informationen über den Zustand und die Entwicklung des Riffes. Doch schon der erste Eindruck zeigt, auch vor Koh Ra ist das Korallenriff alles andere als gesund. Auch hier finden wir abgerissene Fischernetze und zerstörte Korallen.
There is the full range of conditions here. Es gibt hier die ganze Bandbreite, sagt Kim Obermeier. In den Nationalparks wie den Surin-Inseln ist das Riff in sehr gutem Zustand, weil hier nicht gefischt werden darf. Die Touristenboote werfen ihre Anker nicht ins Riff, sondern machen sie an Bojen fest. Man sagt den Touristen, dass Korallen nicht berührt werden dürfen. An anderen Orten wie hier gibt es keinen Schutz und Überfischung. Dadurch werden die Riffe zerstört. Nachbesprechung des heutigen Forschungstauchganges. Gesunde Korallenriffe, die Schutz vor Tsunamiwellen bieten, findet man heute nur noch in den wenigen Nationalparks, erklärt uns Kim Obermeier. Mit den Wissenschaftlern der Eco Lodge fahren wir am nächsten Morgen zu den Korallenriffen vor den Surin-Inseln. Gleich zu Beginn unseres Tauchganges sehen wir diesen riesigen Stachelrochen und seltene Meeresschildkröten. Tintenfisch auf der Suche nach Beute. Die Korallenriffe vor den Surin-Inseln liegen rund 60 Kilometer vom Festland entfernt. Seit 1981 sind sie ein besonders geschützter Nationalpark. Nur 6 Monate im Jahr darf hier getaucht werden und die Anzahl der Taucher ist begrenzt. Auf den Inseln gibt es keine größeren Touristenhotels. Kein Abwasser wird ins Meer geleitet. Auch das Fischen mit Schleppnetzen ist verboten. Und die Tauchboote dürfen nur an Bojen ankern. All dies schützt die einzigartige Unterwasserwelt, die sich natürlich entwickeln kann. Sogar die gigantischen Walhaie findet man hier. Die tonnenschweren Tiere können bis zu 12 Meter lang werden. Thailands Küsten brauchen dringend Schutz vor dem nächsten Tsunami. Gesunde Korallenriffe wie im Nationalpark der Surin-Inseln sind wichtig. Aber auch diese Pflanzen, die wir am Ufer der Insel Kora finden. Mangroven. Fast 70 Arten gibt es. Mit ihren langen Wurzeln siedeln sie im Salzwasser, befestigen das Ufer. Doch auf Kora und an anderen Küsten Thailands werden die so wichtigen Mangroven zunehmend abgeholzt. Aus wirtschaftlichen Gründen. In den letzten Jahrzehnten war es hauptsächlich die Garnelenzucht. Man hat so Räume geschaffen für große Becken. Allerdings ist es eine Bewirtschaftungsform, die nicht nachhaltig ist. Weil diese Becken sind nach 5, 6, 7 Jahren nicht mehr nutzbar, da total vergiftet mit Chemikalien, mit Antibiotika. Und so rodet man immer wieder weitere Mangrovenstücke, um neue Garnelenfarmen anzulegen. Gerade in einem Land wie Thailand weiß man seit dem Tsunami, welche enorme Bedeutung Mangroven haben. Das ist der beste Küstenschutz, den es überhaupt geben kann, der natürliche Küstenschutz. Und überall dort, wo es intakte, dichte Mangrovenbestände gegeben hat, waren die Schäden im Hinterland auch entsprechend geringer. Doch aus diesen Erfahrungen hat man nur wenig gelernt in Thailand. So unser Eindruck. Wir fahren 300 Kilometer weiter zur letzten Station unserer Reise. Zur Insel Koh Tao im Golf von Thailand.
Der Name Koh Tao heißt übersetzt Schildkröteninsel. Früher war die Insel berühmt für die vielen Meeresschildkröten, die es vor den Steilküsten gab. Heute sind sie fast ausgerottet. Denn die idyllischen Sandstrände sind längst schon zum Ziel von Hunderttausenden Touristen geworden, die Jahr für Jahr kommen. Komfortable Schnellfähren haben die Insel leicht erreichbar gemacht. Vor allem Taucher kommen nach Koh Tao. Auf der gerade mal 20 Quadratkilometer großen Insel ist eine ganze Tauchindustrie entstanden. Mit 40 Tauchschulen und unzähligen Restaurants und Bars. Am nächsten Tag fahren wir mit einem der großen Tauchboote zu einem ganz besonderen Tauchplatz. Chumpon Pineapple heißt das Korallenriff. Unser Tauchguide verspricht einen ganz besonderen Nervenkitzel. Hier soll es Haie geben. Dafür ist der Tauchplatz berühmt. Damit werden auch andere Taucher geködert. Und so sind wir nicht allein am Chumpon Pineapple. Tauchboot reiht sich an Tauchboot. Die Folgen sehen wir unter Wasser. Auf Koh Tao gibt es viel weniger Fischarten als im Nationalpark vor den Surin-Inseln. Langsam tauchen wir ab. Auf fast 40 Meter Tiefe. Schließlich der erste Bullenhai im Fressrausch. Das Blut der getöteten Fische zieht weitere Haie an. Wir versuchen auf Distanz zu bleiben, denn der Bullenhai zählt zu den Haiarten, die auch Menschen angreifen. Normalerweise ernähren sich die Haie von den Fischen im Riff. Doch 23 tödliche Angriffe auf Menschen wurden in den letzten Jahren bekannt. Schwimmer an der Wasseroberfläche sind eher gefährdet als Taucher, die der Hai im Regelfall nicht mit Beutefischen verwechselt. Es ist eine Legende, dass jede Haibegegnung mit einem Blutbad ausgeht. Es gibt drei von 500 Arten, gibt es drei, die potenziell besonders als gefährlich gelten. Und das ist der Weiße Hai, der Tigerhai und der Bullenhai. Aber man hat heute beim Tauchen gesehen, die Haie tun einem nichts. Und in Wirklichkeit wird diese Gefahr hoch überschätzt. Man sollte den Respekt vor diesen großen Raubtieren der Meere nie verlieren. Das heißt, nie zu aufdringlich werden, die Haie einfach respektieren. Und dann wird in aller Regel wirklich nichts passieren. Trotzdem, wieder an Bord unseres Tauchschiffes fühlen wir uns sicherer. Auch wenn die großen Hotelbunker fehlen, Koh Tao ist heute eines der Touristenzentren Thailands. Die Kehrseite finden wir hinter den Strandbungalows. Giftiger Müll, wie die Ölreste in diesem Plastikkanister, landet auf wilden Deponien. Eine geregelte Müllbeseitigung gibt es nicht auf der Insel. Und so wachsen überall im Hinterland die Müllberge. Bilder, die die Touristen auf Koh Tao möglichst nicht sehen sollen. Sie brauchen ja nur mal die Hauptstraße, um 10 Meter nach links oder rechts zu verlassen. Dann stehen Sie ja mittendrin in den Umweltproblemen. Was sehen Sie dann? Ja, Müll ohne Ende. Und ich denke, das, was wir nicht sehen, wird noch gravierender sein. Am Anfang hat man noch Skrupel, man sucht hier nach einem Mülleimer für seine Wasserflasche, aber man findet einfach keinen und dann legt man sie halt zu einer anderen Flasche dazu. Wie empfinden Sie das? Ha,
als schlecht organisiert. Also die Thailänder sollten einfach ein bisschen mehr hinterher sein, mehr Mülleimer aufzustellen, dass man einfach seinen Müll ordentlich entsorgen kann. Für die Umwelt ist nirgends auf der Welt noch was gemacht worden. Was glauben Sie, was bringen würde? Meine ehrliche Meinung, ich glaube nichts. Ich glaube, wir sind dabei, uns auszurotten. Das ist traurig, aber wahr. Und solange es noch so Flecken gibt wie Kotar, sollte man sie besuchen und sich anzusehen. In ein paar Jahren gibt es das alles nicht mehr. Jährlich hunderttausende Touristen. Doch auf Koh Tao gibt es keine einzige Kläranlage. Noch immer fließen die Abwässer direkt ins Meer und schädigen dort die Korallenriffe. Hier ist es tatsächlich vielleicht noch schlimmer als auf Phuket, weil es hier so gut wie gar keine Maßnahmen gibt, um diese Abwässer zu entsorgen, so dass sie die Umwelt nicht schädigen. Das bedeutet, es gibt sehr viele Sickergruben, aber es gibt auch direkte Einleitungen von Abwässern ins Meer. Und viele Tauchbasen beklagen auch diese Umweltschäden und beobachten, wie sich das von Jahr zu Jahr verschlechtert. Abwasser und Müll auf Koh Tao. Jeden Monat sammeln Mitarbeiter und Gäste der Tauchschulen auf der Insel wenigstens den Abfall ein, den Touristen in unmittelbarer Ufernähe ins Meer geworfen haben. Das wirkt hilflos angesichts der Müllberge auf der Insel. Die Bierflaschen auf dem Meeresgrund sieht man, aber die wesentlich gefährlicheren Abfälle, die Sickerwässer aus den Deponien, die Abwässer aus den Hotels, gefährden die Umwelt noch mehr. Müll im Korallenriff. Schuld daran sind auch die Tauchschulen selbst, wissen die Tauchlehrer. Leider Gottes, viele Tauchboote werfen halt ihre Sachen einfach aus dem Boot runter ins Wasser. Das ist einer der Gründe, und halt die Leute unachtsam sind und halt der Meinung sind, im Meer kann man alles versenken, dann sieht man es ja nicht. Was kann man dagegen tun? Strengere Reglementierung? Ich denke, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist besser, wenn man solche Tage wie heute macht, wo man halt den Touristen auch die Möglichkeit gibt, umsonst zu tauchen und diesen Cleanup mitzumachen. Wir haben sonst bis zu 200 Leute jeden Monat, die da mitmachen. Dieses Mal waren es nicht so viele, 90 insgesamt. Bei unserem Boot waren es 4 Taucher. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man die Leute freiwillig dazu bringt, dass sie halt helfen, da unten aufzuräumen und damit auch sehen, was da unten im Leben halt alles passiert. Gesunde Korallenriffe findet man heute nur noch an wenigen Küstenabschnitten Thailands. Müll, Abwässer und der Fischfang, der ausufernde Tourismus, zerstört zunehmend diese natürlichen Wellenbrecher. Nach dem Tsunami von 2004 wollte man umdenken. Doch diese Chance ist vertan. Und so wird der nächste Tsunami wohl noch mehr Schaden anrichten.